So, Leute, wir machen kurz Unboxing. Wir unboxen jetzt die neuen JBL-Kopfhörer Quantum für Julia. Keine Partnerschaft mit denen. Ja, man kann nicht auch hin. Du musst aber ein bisschen mehr hier reinsprechen. Rede mal. Hallo. Du musst schon lauter reden, wa? Also sonst ist es nicht. Hört man sie, Chat? Ja, also ich hab... Praktikantin ist da, ja. Ich muss das wirklich lernen. Achso, ich rede rein. Tut mir leid. Kotzen gleich. Ja, kotzen. Hallo? Hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. So, rede mal. Thank you. Thank you. Kam 4,20 Euro rein, dankeschön. Hab neue Sub-Alerts. Boah, ich glaube, ich kann nicht streamen. Wie, du kannst nicht streamen? Ja, das ist mir jetzt schon viel zu viel. Boah, ich hab grad voll gespuckt. Hier sind 3 Bildschirme an. Das ist mir schon zu viel. Nein, Quatsch. So, jetzt rede mal. Ja. Ja, geht doch. Guck mal, ist doch gut so. Ja, ist super. Jetzt? Ist so klasse. Es rauscht ein bisschen, oder, Chat? Bin ich übersteuert? Ich bin übertrieben übersteuert. Warte mal. Ist das gut so? So ist gut, Chat, oder? Hört man das? Jetzt mega. Jetzt gut. So, jetzt machen wir es so. So ist doch gut. Okay. So ist super. Okay. Also, sehr schön. So haben wir es. So haben wir es. Okay. Also, oh Gott. Irgendwie das kommt jetzt wieder die Übersteuerung rein. Wieso wird es jetzt wieder so steuern? Wir können jetzt so einen ASMR-Stream machen. Ich habe mir leider in die Hose geschissen. Oh, wollen wir das als Sound auch nochmal hören? Kannst du nochmal machen? Chat, ich zeige euch mal ganz kurz, wie es sich anhört, wenn ich mich einscheiße. Ja, ja, ja. Okay, wir lassen es jetzt erstmal so. Lieber klein und dick oder lang und dünn? Och. Das musst du jetzt, da musst du jetzt mit klarkommen, aber das ist der Chat. Denn? Weiß ich nicht. Einfach beantworten. Gurken? Hi, meine Zucchinis? Alles. Julia wird ins kalte Wasser geworfen. Ja, und danach, Chat, machen wir gemeinsam die Nachhilfstunde. Ja, dann zeigen wir dir, wir zeigen dir, wie Emotes funktionieren, wie wir Sub-Alerts einrichten und so. Ich weiß nicht mal, wie ich einen Stream anmache. Oh, das ist krass, das ist krass. Okay, dann zeigen wir später OBS und so weiter und so fort. Aber ich habe auf meinem Account schon die Farben eingestellt. Das Welche ist jetzt Farben? So ein schönes Buttergelb. Buttergelb, was? Mhm. Ja, man kann doch seine, seine Accountfarben einstellen. Wie deine Accountfarben? Hast du es noch nie gemacht? Hä? Guck mal, ich bring dir jetzt Twitch bei, nämlich. Chat, ich... Weiß nicht, was die was meint sie? Auf dem Twitch-Profil? Ja, auf dem... Guck mal kurz, ob ich dir folge, ja? Julia, wie, du folgst mir nicht. B-A, das ist ein Q, das ist eine 5, das ist ein Y. Tix. Folge schon, bin schon einer der ersten Follower. Sehr gut. Hallo, ich bin Julia, weiß gar nicht, wie Stream geht. Könnt ihr ja, mal reinfolgen. Mods, Link in den Chat, so. Guck mal, ich hab so... Sag mal was hier rein, warte. 3, 2, 1, Moment. Jetzt? Ah! Oh, nee. Hallo? Jetzt, oh, was für Wörter darf ich hier nicht sagen? Jetzt? Sag mal Arsch. Arsch. Das Arsch? Darf ich jetzt sagen. Arsch. Jetzt. Hallo? Ist doch nicht toll. Ist jetzt Ed Sheeran geworden. Ich kann so. Also es gibt so ein paar Wörter, die du eh nicht sagen würdest. Was die denn? Also du würdest jetzt zum Beispiel nicht das N-Word sagen. Das würdest du nicht sagen. Das darfst du auf Twitch natürlich nicht sagen. Das ist verboten. Dann gibt es verschiedenste homophobe Äußerungen, die natürlich nicht in Ordnung sind. Also die eigentlich, würde ich aber auch nicht sagen. Genau, also eigentlich alles, was Common Sense ist, was man nicht sagt, sagt man hier auf Twitch auch nicht. So, fertig. Ah, okay. Und das Wort, wenn man für eine Frau so sehr aufopfernd ist mit S. Hä? Das hier. Sehen die das jetzt gerade? Nein. Das Hä, darf wieso man darf sagen. Man das nicht sagen? Ist verboten. Hä? Ist verboten. Warum das denn? Ist verboten. Ich verstehe Twitch nicht. Mods, danke für den Link. Habt ihr wieder super gemacht. Schön, dass ihr keiner arbeitet. Okay, das haben schon Leute rein. Das ist crazy. Bei mir macht es keiner, bei Julia schon. Wie viele Subs hast du gerade? Kannst du gucken? Wie sieht man das? Creator Dashboard. Zuschauer. Ah, nee, ich wollte bei Analysen, ich wollte das nee, schon. Nee. Du geh mal hier auf Stream Manager. Du hast gerade einen Hype Train, Level 2. Oh. Bei mir gerade auch jemand gesubbt. Das ist wenn jemand reinzappt. Warte mal, ich muss mal kurz wenn gucken. Einer reinzappt, dann habe ich einen Hype-Train. Nee, das ist so, das kann man einstellen. Ich weiß aber nicht. Ich glaube, das kann man auf, kann man das hier sehen? Aktivitätsfeed. Ich glaube, das müsste man mit mal gucken. Würde mich interessieren, wie viele Subs du schon hast. Auf jeden Fall kommen da gerade eine Menge Prime-Subs rein. Du verdienst jetzt quasi schon Geld, genau. Oh, danke. Aber ich will das gar nicht. Ja, kannst jetzt halt aber nichts die bezahlen für. Die jetzt kein Geld dafür, oder? Guck mal, die schreiben gerade in deinen Chat. Oh, hallo. Du hast gerade einen Hype-Train Level 3. 100%. Ja, jetzt werden gerade Subs verschenkt bei dir. Aber ich mach doch gar nichts. Richtig. Aber die finde ich einfach cool und deshalb machen die das. Verstehst du? Ja, das ist nett. Offline-Hype-Train. Aber ich möchte nicht, dass sie Geld für mich bezahlen. Das ist ein Offline-Hype-Train. Das hat eigentlich niemand auf Twitch. Das ist krass. Könntest du jetzt Screenshot in deine Instagram-Story hauen und sagen, du bist krass. Einfach zum Angeben. Das macht man auf Twitch. Du musst viel mit dich Angeben? Über deine. Du musst dich viel über deine Zahlen pushen. Mm. Du musst viel über deine Nummern gehen. Weißt du, das ist sehr wichtig. Deswegen bist du so. Ja, deshalb, nee, weil ich hab da eben keine Numbers, deshalb pushe ich mich nicht so, verstehst du? Guck mal, jetzt hast du Hype Train Level 3, ist abgeschlossen. Was, wieso Level, wie viele Level gibt's denn? Das geht bis Level 419. Da schreiben wir wirklich total viele jetzt rein. Ja, genau, die chatten gerade rein. Ja, kannst du machen. Nee, doch nicht. Toll, oder? Cool. Super, super mega geil, super geil. Super mega geil. Level 4? Level 4 jetzt kommt gleich, jetzt ja. Gleich. Aber warum verschiedene Level? Was bedeutet das? Je mehr Subs du baitest, also je mehr Subs du quasi bekommst, umso mehr, umso höher geht dein Hype-Train. Ich hatte eben zum Beispiel zu Anfang ein Level 6 Hype-Train oder sowas. Oha. Ja, das ist jetzt nicht so krass.
Ach nicht? Ich glaube, mein Bestes war mal Level, keine Ahnung, 15 oder 18 oder sowas irgendwie. Und es gibt aber Streamer, die haben das so auf Level 43 gepusht. Oh, jetzt hast du gerade ganz viele Subs gegiftet bekommen von Negledan. Das ist ein Mod von mir, der hat dir gerade 10 Subs gegiftet. Jetzt hast du Stufe 5 Hype Train, genau. Danke. Ja. Eigentlich können wir jetzt auch einfach hier sitzen, mein Stream weiterlaufen lassen. Du kassierst ein paar Subs. Du gehst reich nach Hause, ich habe ein paar Viewer, wir haben es geschafft. Nee, wo siehst du eigentlich, wie viele Viewer du hast? Das sind gerade 3.468. Ui. Ja, mehr als sonst, ich weiß, weil du hier bist, ne? Genau. So, Level 6 ja, hast cool. du gleich auch noch geschafft. Okay. Dann hast du mich schon überholt, ist doch super. W-Content, hol dich, Refi. Ich bin dankbar. Guck mal, zum Beispiel Jessie, die ist extrem dumm. Die hat letzten Monat Jessie? 500 Subs verschenkt. Ja. Wie viel Geld ist das? 500 Subs sind 2000 Euro. Ich wollte immer, dass ich mein Oberteil Was? Dafür ausziehe. Ja, ja, hast du es gemacht? Ja, klar, wegen Geld halt. Ne? Aber darf man das nicht? Nein, darf man nicht. Aber hat keiner mitbekommen. Lieber Kid, grüße dich raus an dich. So. Hallo. Jetzt hast du ein Level 6 Hype Train, eigentlich jetzt gleich ein Level 7 Hype Train. Du musst auf jeden Fall screenshotten, eigentlich deine Story packen. Einfach nur, damit du cool bist, weißt nee, du? Damit das ist mir ist unangenehm, sowas mag ne? Mag ich nicht. Mag nicht protzen. Nee? Nee. Bist aber so einer. Der eigentlich protzen ja, mag. Ja, ich schicke dir gleich einen Screenshot und protze bei dir. Okay, oh, krass. Oder die nächsten paar Wochen mache ich das einfach die ganze Zeit. Ja, mit deinen Zuschauerzahlen dann? Ja! Das wäre no joke krass. Willst du den Leuten so ein bisschen erzählen, was so deine Journey auf Twitch sein soll, was du vorhast? Ich habe ja keine Ahnung. Das bringen wir dir heute bei. Ja, also nein, ich habe keine Ahnung, was ich machen will. Ah, okay. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich auf jeden Fall auf meine auf die Seven vs. Wild Folgen reagieren will. Ich habe gerade 20 Euro gegiftet bekommen. Danke, Jenny. Guck mal, ich finde so meinen Zapper, Leute. Den Akani, den hast du nicht gesehen. Backflip doch, macht. Hab ich gesehen. Okay. Der war süß. Also du willst auf Seven vs. Wild reacten? Was noch? Ich will meine Nägel machen im Stream. Und ich will kochen. Das ist guter Content. Ist es? Ja, ich weiß schon. Es nicht. Ja, ja. Ich habe ja. schon so eine Liste an Sachen. Ich habe auch überlegt, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht ist das total dumm. Ich habe keine Ahnung, was. Nee, sorry. Nee, sag doch. Ich habe auch überlegt, ob ich mir so eine Matcha-Frau einlade. Matcha-Frau? Und der zeige, wie ich meinen Matcha mache und dann muss sie mich kritisieren und mir sagen, wie es richtig geht. Ich glaube, das wird funktionieren. Ist das cool? Warum weinst du fast? Wieso hast du Tränen? Weil es peinlich ist! Deshalb weinst du? Ja. Okay, nee, geht. Das ist eine gute Idee, finde ich cool. Danke. Weißt du, was ich meistens mache? Was? Ich sitze hier und bin sauer und reg mich auf über andere Leute. Du guckst auch immer Videos. Ich gucke immer Videos, ja. Ich mache auch momentan wenig Gaming-Content, aber bald wieder. Bald ist wieder Craft Attack, da spiele ich wieder ganz viel. Craft Attack ist... Minecraft, ja, das habe ich noch nie gespielt. Wollen ich habe generell Minecraft noch spielen? Nie irgendwas gespielt. Willst du mal mit Minecraft spielen? Ich weiß nicht, ob ich mich dann alle hassen würden, weil ich das, glaube ich, nicht mag. Ich glaube, du wirst oder Minecraft... Nicht kann. Man kann oder nicht Minecraft nicht mögen, das geht nicht. Guck, jetzt habe ich auch einen Hype-Chan. Doch, ich glaube, Minecraft, ich glaube, ein bisschen Gaming-Content wäre auch cool für dich. Ich kann das nicht. Aber was kannst du denn? Was kannst du denn spielen? Wo bist du? In welchem Spiel bist du gut? Nintendogs. Kannst du streamen? Nintendogs. Klar, kann ich dir den DS verbinden mit deinem PC? Man kann den Nintendo DS verbinden. Ja, das geht. Aber das hat ja zwei Bildschirme. Ja, das geht ja. Ach kannst so. Ja trotzdem übertragen. Sims 4 hast du nie gespielt, ne? Ich habe noch nie Sims wirklich gespielt. Das wirklich. Ist crazy. Ich habe immer nur so diese Sachen aufgebaut und dann habe ich aufgehört. Hast du gesehen, wo ich alle Sims von mir umgebracht habe? Nein, hast ich habe nur gesehen, dass du mal Level so einen... Level 7 Hype Train hast du gerade. Guck, meiner verreckt, deiner geht nach vorne. Ist doch schön, das freut uns doch. So einen Keller hast du gemacht. Tom Rom, dankeschön. Normalerweise bedankt man sich für jeden Sub und liest die vor. Das macht man nämlich so auf Twitch. Guck, jetzt hat Tom Rom 12:20 gesagt, jetzt sage ich danke Tom Rom. So sage ich dann, weißt du? Das kann Wie heißt nicht. Julia auf Twitch? Julia Beautics. Liebe Mods, mach mal einen Link rein. So, du brauchst noch ein paar Mods. Leute, die deinen Wo Chat ein bisschen Mods unter Kontrolle her? Halten, würde ich jetzt erstmal Anni vielleicht empfehlen. Überstunden machen lassen. Ganz okay. einfach, ne? Passt auf, da ist der Link im Chat. Guck mal, die machen Werbung für dich. So, ich zeig dir jetzt kurz auf Twitch. Gibt es verschiedene. Danke für Alert, bringst du mir jetzt Twitch bei? Ich bringe dir jetzt Twitch bei. Also, oh, Halleluja. Das filme ich. Guck mal, auf Twitch gibt es verschiedenste Streams, die super interessant sind. Zum Beispiel der hier. Och. Was sind das für Flecken da unten? Einfach nur. Das ist nur der Boden, okay. Die hat vier Zuschauer. Lohnt sich überhaupt nicht, sich auszuziehen? Vier? Ja. Ist das eine eigene Kategorie? Pools, Whirlpools und Strände? Ja. Sie macht einfach ganz normales Training zum Beispiel. Sie trainiert einfach auf Twitch. Trainiert. Ist das Ranch? Hä? Das ist Ranch-Soße. Die macht ein ganz normales Workout. Oh, der süße Hund. Ganz normales Training, oder? Ganz normales Workout. Dann haben wir... Ja, okay. Nee, ja, die Seite von Twitch brauche ich nicht kennen. Warum? Ja, ist wichtig. Wieso ist denn Guck das mal, wichtig? Sie zum Beispiel, sie malt ein Bild. Sie malt ein Bild. Nee, die malt nicht. Die steckt da diese kleinen Pinöppels rein. Ist ja auch cool. Ja. So, und sie? Hätte ich gar keine Geduld für. Sie liest den Chat vor. Und wie findest du so Twitch bis jetzt? Kannst du mir jetzt was anderes zeigen auf Twitch, bitte? Ja, guck mal, das zum Beispiel ist richtiger Quatsch. Es kommt ein random neues Item. Oh, den kenne ich. Also du baust den ab. Den anderen auch. Der bleibt aber die ganze Zeit da. Oh, Trimax ist da. Wieso bin ich nicht gefragt worden? Na egal. Fragst dich warum, ha? Cool, ist cool. Guck mal, dann gibt's noch. Zabix gibt's auch, kennst du ja auch, ne? Der macht so Gaming. Okay, das lief doch gut. Dieser Laser ist halt super OP, morgen. Ne? Damit ja? haben wir den einen Arzt halt weggelasert. Guck mal, der geht hier so hin. Seine Freundin heißt auch Julia, oder? Ist geschmolzen wie Butter in der Sonne, sag ich. Wieso auch?
weil ich auch Julia heiße. Ja. Gorkensalat, Moggemeister, Lina, Hakan, Ero, Fifi, Liebemann. Kuss, Kuss, Kuss. Zum Beispiel, der macht gerade... Idika! Bah! Oh mein Gott, gibt's auch irgendwelche Frauen, die gerade live sind? Ja, warte, wir gucken mal, was Jordan und Sammy machen. Ich schwöre, was sind das die? Ja, die machen halt nur Scheiße, genau. Das ist crazy. Mama, Mama. Phoebe spielt gerade Valorant zum Beispiel. Ja, Frost, let's go, Beyond. You should run. Ja? Hat die nicht heute ihre Weisheitszähne rausbekommen? Tick. Warum streamt sie jetzt? Ich würde sagen, ist sie verrückt? Sogar. Guck mal, was die für eine riesige Fresse hat. Siehst du das? Oh ja. Also die hat ja wirklich eine gottlose riesige Fresse. Die ist ja komplett angeschwollen. Oh nein. Ja, aber normalerweise... Ey, Phoebe muss sich ausruhen. Die darf nicht reden. Ich habe, als ich meine Weisheitszähne rausbekommen habe, einfach danach weitergemacht. Das hat sich so unglaublich doll entzündet. Maluna zum Beispiel, die spielt gerade Schach. Oh, ihr Hintergrund sieht süß aus. Willst du denn auch so ein Büro haben? Ja. Für Streamen? Finde ich schön. Ja? Den Hintergrund, ja. Okay. Ja, sie spielt Schach. Genau, ich habe voll keine Frage. Iva, sie singt gerade, glaube ich. Mhm. Ich bin ja, Max. Musik läuft hier. Twitch ist so ein Phänomen, finde ich. Ja, ist ganz weil anders, im Endeffekt ist es ja wirklich einfach nur Leute machen Freizeitsachen und andere Leute gucken den Leuten bei den Freizeitsachen zu. Ich bin nicht das die ganze Zeit. Ich spiele Rust. Das verstehe ich ja wirklich gar nicht. Wie, das verstehst du nicht? Ich verstehe das nicht, wieso man... Also, mittlerweile verstehe ich so ein bisschen, weil andere Leute ja das gut können und man sich da vielleicht dann so ein bisschen was abgucken kann oder so. Aber grundsätzlich verstehe ich das nicht, warum man sich anguckt, wie andere spielen. Spiel doch selbst, weißt du? Ja, verstehe ich. Guck mal, er hier zum Beispiel. Aber wenn jemand das so richtig gut kann oder witzige Sachen macht oder so, dann check ich's irgendwie. Er hier ist zum Beispiel Basti GRG, kennst du den? Der zeigt sich nicht, ne? Der zeigt sich nicht und der spielt, das ist einer von Deutschlands größten League of Legends Streamern zum Beispiel. Mhm. Also er streamt halt unfassbar viel League of Legends, für das Spiel ist er so bekannt. Er spielt halt geistkrank viel League of Legends und dafür kennt man den halt so in Deutschland. Also warte, wenn die Werbung weg ist, siehst du es halt. Der ist League Streamer und hat damit schon relativ viel Erfolg, würde ich sagen. League Streamer? Ja, hier League of Legends. Also League of Legends Streamer, so heißt er League Streamer. Hier, siehst du. Der spielt nur League of Legends, nichts anderes eigentlich. Wäre ein Kill. Das ist wirklich, das verstehe ich am allerwenigsten. Ja, ne? Guck mal, ich meine, es wäre krass, wenn der zumindest andere Games spielen würde, Minecraft oder sowas. Oder irgendwas anderes, der spielt nur League of Legends, der Typ. Der spielt nur League of Legends. Wie viele gucken das denn so? 6.000, 7.000, 10.000. Krass. Ja, Minion war im Weg. Genau. Also ich meine, ja, jeder hat mal, so dann gibt's noch seine hier. Interessen, ne? Aber also er hier macht GTA RP auch. Die haben sehr gute Blaulichtfilterbrillen, kann ich nur empfehlen. Warum lachst du? Nee, nur so. Okay, genau. Dann haben wir noch G-Time. Der spielt immer so Dings-Games. So, so Dings, so auf das, was wir nutzen. Fabrikspiele, wo man so Sachen baut. Okay, also schon viel zocken. Genau. Haben wir auch, aber... Ja, dann gibt's noch Carscraft da. Ja, dann wird's ja Zeit, dass ich komme und mal nicht zocke. Genau. Ja, eigentlich. Mal was anderes mache für die Leute. Carscraft, der macht viel Minecraft. Ja, der Heiko, ne? Wegen Name, ne? Genau. Es hat auch so lange gedauert, bis ich das mal gecheckt habe, was dieses Craft da bei allen heißt. Ja, Fortnite ist nicht mehr so krass. Reason ist gerade Fortnite WM, der ist aber auch nicht mehr so krass irgendwie. Ist Rezo gerade am Stream? Nee, ne? Rezo, der macht nur sonntags, Rezo oder? Ist nicht am Stream, nee. Breitenberg macht auch GTA, P, Lecce. Ja, also die meisten machen sowas, ne? Die meisten gucken halt immer Kevin und schreiben Kevin halt... Macht, Kevin macht... 56.000 Leute naja, gucken da gerade zu. 50.000 Leute mehr als bei mir, genau. Verstehe ich nicht, weil wenn du jetzt du uns... Du hattest auch deine Zeit. Wenn du jetzt Kevin und mich vergleichen würdest, wer ist denn lustiger? Ich kenne Kevin nicht gut genug. Aber wenn du jetzt so Ausschnitte von dem siehst und so. Guck mal, würdest du dir sagen, das ist witzig? Schon geil mit Ton. Hör jetzt auf mich. Also, oh, Klaus, sie ist auch da. Wir können auch mit Lautsprecher hier machen. Das du wolltest wirklich eingeladen. Das machen wir. Ruf mal kurz ey, also an, machen wir dieses eine Frage, go, das findet ich schon. Nee, jetzt machen wir was anderes. Sorry, Mods. Okay. Sorry, Mods. Oder mach ich nachher alleine oder so, mal gucken. Ich ruf mal kurz an. Es tut mir leid, sorry. Aber wenn ihr da gerade. Ey, das ich hoffe, ist nicht schlimm. Immer. Wird doch nicht angehen wahrscheinlich. Sonst sorry, würdet ihr sagen, ja, Allgemeinbildung ist bei euch gut? Nö. Davor habe ich auch richtig Angst, dass ich irgendwas leake, wenn ich das mache. Ich glaube, ich bin dümmer geworden. Das passiert doch super schnell. Guck, geht nicht mal dran. Soll ich Knossi mal an? Der geht immer dran. Wurde nicht mal Juice-Nummer oder so geleakt? Von mir, genau, aus Versehen, ja. Von dir? Juice-Nummer, ehrlich jetzt? Oh, außer bei so Quizformaten oder so, aber das sind immer dieselben 100 Fragen. Das und ich hab das Gefühl, mein ne? Gedächtnis ist schlechter geworden. Ganz ich sag, hallo? Hallo, hörst du mich? Oh ja, Max, hey, cool, wie geht's? Was geht? Revi ruft an. Revi, was gibt's? Wir sind live. Ich guck grad euren Stream, voll cool, dass ihr. Voll geil. Wieso habt ihr mich nicht auch gefragt, ob wir was machen, wenn ihr in Köln seid? Wohnst du in Köln? Ich wohne in Köln, Max, schon seit 10 Jahren. Ja, komm oben, wenn du willst. Ich bin leider mit Julia live, sorry, ich kann nicht. Ich wollte nur fragen, Leute, warum wir nicht offiziell zusammen, aber wir machen richtig viel zusammen. Warum die nicht die Streams bei, also die Chips bei mir promoten? Leute, wir sind nicht offiziell zusammen, aber wir machen richtig viel zusammen. Guck da! Und jetzt? Da schreiben alle Omega-Lull. Alle schreiben Omega-Lull, siehst du das? Crazy.
Geil, dass du mich gefragt hast. Ja, komm gerne rum. Nee, kann ich gar nicht. Tschüss. Ja, geil. Aber geil, dass du angerufen hast. Alle schreiben jetzt Omega Null bei Kevin. Siehst du das? Also das sind wirklich, das sind keine echten Menschen. Ich habe das immer gesagt, das sind keine echten Menschen. Das ist wirklich wie Bots. Die schreiben auf alles, was Kevin macht, Omega Null. Kevin scheißt sich ein, die schreiben Omega Null. Verstehst du? Warum hatet ihr euch alle gegenseitig? Wir haten uns nicht. Wir sind Freunde, aber... Das ist anstrengend. Hä? Guck da, jetzt werde ich hier im Chat noch beleidigt von denen. Siehst du das? Da jetzt kriege ich hier noch die Mittelfinger. Ja, super. Super. Nee, mega geil. Chat von Papa Platte, ich feiere euch, aber nur, weil ihr so viele seid. Geil seid ihr. Guck da, jetzt kassiere ich die Mittelfinger. Ja, scheiße. Das ist halt die Twitch-Dynamik, weißt du? Da muss man halt damit klarkommen, ne? Aber guck, es hat geklappt. Ich glaube. Wir sind drauf reingefallen, jetzt haben wir 9000 Zuschauer. Siehst du? Oh! Ja, siehst du? So. So. Warte, du hast das absichtlich gemacht? Nein. Du. Ich bin krass, ne? Heute plug ich nochmal, heute plug ich nochmal. Unfassbar. Nee, Chat. Du hast einfach seine Viewer geklaut. Nein, nein, die gehen wieder. Die schreiben jetzt hier nur Coupé rein, das ist das Symbol, das Coupé. Und dann gucken sie bei ihm weiter, weil Coupé sie ihn lustiger finden. Coupé ist dieses Papa-Platte-Symbol, das sieht aus wie ein Penis und das, Aber Coupé? Coupé. Wieso? Ach so, wegen Wegen Coupé und das ist so wie genau. Coupé, also das sind alles Männer. Weil Kevin hat, glaube ich, wenig Frauen, die im Chat sind. Das kann ich mir nicht vorstellen. Meinst du? Ich kann mir, nee. Das Kannst du dir vorstellen, dass Kevin viele Frauen hat? Ja, würdest du sagen, schon. Kevin ist ein attraktiver junger Herr? Ja. Okay. Findest du nicht? Ich finde schon, ja. Ja, also ich kann mir vorstellen. Ich würde. Obwohl nicht, ich weiß nicht, ob du viele Frauen als Zuschauer hast. Kann ich, weiß ich nicht. Ich habe gerade überlegt, prozentual, ob er mehr hat als du. Ich glaube, ja. Ich verstehe natürlich nicht, warum. Aber ich glaube. Hä? Bruder, warum? Nur so 1% mehr. Wieso? Nur so 1%. Das war jetzt nicht böse gemeint. Es war nur so eine realistische Einschätzung. Weil ich hässlich bin, oder wieso? Hä? Das habe ich doch gar nicht gesagt. Deswegen... Weil ich ein hässlicher bin, ne? Nein. Ich bin ein hässlicher Vogel, ne? Sag ehrlich. Nein, bist du überhaupt nicht. Ich finde dich attraktiver als Kevin. Aber... Ich habe trotzdem ich keine Frauen. Ich glaube trotzdem, dass Kevin mehr weibliche Zuschauer hat. Aber warum denn? Jetzt lass uns aber mal kurz durchexistieren, warum. Weil Kevin, ich weiß nicht, ich glaube, Kevin ist außenwirkungsmäßig mehr so ein, das macht keinen Sinn, aber mehr so ein Girls Girl, weißt du? Hä? Der ist, weiß ich nicht. Ich kann es nicht, ich weiß nicht. Ich finde, er gibt mehr Vibes von außen ab. Nee, ist Quatsch. Ey, willst du vielleicht einfach von Kevin Twitch erklärt bekommen dann? Nee. Soll ich dich kurz rüberfahren zu Nein. den Jungs? Alles gut. Ich fahr dich rüber, du kannst die Happy Chips essen, danach Durchfall bekommen. Alles ich gut. Ich hab doch nur gesagt von außen. Nein, nein, ich fahr dich ich rüber. Ich sitz doch mit dir hier. Isst du die Happy Chips, dann ist gut, ist doch okay. Ich fühle mich sehr wohl hier. Ja, ist okay? Ja. Ja? Ja, und wir sorgen dafür, dass dich auch mal wieder ein paar mehr Frauen gucken. Alles klar. Alles klar. Gut, also das war jetzt... Habe ich jetzt was Falsches gesagt? Nein, nein, ist nicht schlimm. Ich werde jetzt dafür halt jetzt die nächsten 2,5 Jahre wird das wieder... Dann werde ich darauf wieder reduziert und jetzt hast du wieder einen Image-Schaden bei mir verursacht. Aber ist ja nicht schlimm. Aber es ist ja Quatsch. Nein, aber merken sich ja die Leute nicht. Die Leute merken sich so eine kleine Aussage, weil die gehen jetzt alle wieder bei Kevin ins Nur Team weil ich gesagt habe, dass da ich glaube, dass bei ihm mehr Frauen zugucken... Bin ich jetzt der Versager wieder auf Twitch. Du bist überhaupt kein Versager. Ich bin der Versager auf Twitch, Ich sitze doch neben dir, nicht da. Ich bin der Versager jetzt leider. Nee, ich ist Quatsch. Ich bin der Versager, doch. Ich bin der Versager jetzt. Ja, wenn du es jetzt noch 50 Mal sagst, dann schon. Bist du ja nicht. Chat, einmal die Schere. Guck mal, zum Beispiel jetzt gerade heben wir die Schere zum Beispiel. Das ist die Schere. Wir heben die Schere. Wir gestehen uns ein. Wir haben verloren. Schere heben, okay? Heb die Schere, verstehst du? Schere ist doch Schere, schuldig. Schere, ich gestehe es mir ein, genau. Genau, das sind auf jeden Fall Emotes, die du hier siehst. So, und jetzt muss ich dir kurz erklären, wir haben verschiedene Emotes. Ja, wir haben im Chat, ja, jetzt zum Beispiel hier, jetzt mal bei meinem Chat angucken. Guck mal, da schreibt doch jemand, Reh, wie viel hübscher. Das stimmt. So, guck mal hier, bei mir im Chat, diese ganzen Emotes hier, das hier, das Ome-Emote, das hier. Was ist das denn? Nö. So, guck mal, das streichelt der ein Brötchen? Wie bitte? Streichelt der ein Brötchen? Das oder ist eine Walnuss? Eine Walnuss. Guck mal, die ganzen Emotes hier, die du hier im Chat siehst. Ja, guck mal. Warte jetzt mal, nee, Moment, ich möchte jetzt kurz erklären. Also, Emotes, diese Bilder, die du siehst. Das hier zum Beispiel Revi Prime ist ein Twitch-Emote. Das ist auf Twitch selber. Diese anderen Emotes, die du hier siehst, zum Beispiel Revi Pockman, ist auch ein Twitch-Emote, aber zum Beispiel die animierten hier, das sind keine Twitch-Emotes oder das H-Emote. Was? Nix. Das kommt zum Beispiel von einer anderen Plattform. Das kommt von einer anderen Plattform, weil... Also die muss man auf einer anderen Plattform erstellen, um sie dann da benutzen zu können. Genau. Und dann braucht man die Browser-Extension. Das heißt, du installierst dir im Browser so ein Tool, dass du diese Emotes sehen kannst. Haben deine Zuschauer einen Computer oder nur Handy? Sieht man das auf dem Handy nicht? Am Handy sieht man das nicht, es sei denn, man hat Chatzen oder sowas. Chatzen? Chatzen ist eine extra Chatting-App für Twitch.
Boah, ist das krass. Ja. Das ist ja total komplex. Genau. Das ist ja viel komplexer als YouTube, oder? Genau, absolut, genau. Und es gibt da ganz viele Sachen, die zum Beispiel, die so Running Gags sind. Zum Beispiel Omegalul oder Ome, spammt mal in Ome-Chat. Das ist, wenn etwas sehr, sehr lustig ist. Und dann Omegalul ist die. Guck mal, da gibt's ja das hier. Steigerung when the butt plug slips out at the party after a gangbang and the 22 gallon of cum stored in your ass starts filling the room. Das ich glaube nicht, dass jemand jemals sowas bei mir reinpacken wird stimmt. In den Stream. Aber zum Beispiel das hier, siehst du das Ome-Emote, das Schreien, das ist wie Omegalul. Das ist halt, wenn was Lustiges passiert. Boah, aber also ich finde. Ja. Ne? Okay. Mhm. So, dann die gibt's halt zum Beispiel. Dann gibt's einen Kappa. Golden Kappa ist rare. Das ist wichtig. Golden Kappa ist rare. Das passiert nicht so häufig. Es gibt doch auch diesen Keck-Typen. Keck gibt es, ja. Kennst du Keck? Da hier zum Beispiel das hier. Keck ist der Typ, der lacht. Das hier. Aber Keck ist. Warte. Nee. Keck ist doch. Könnt ihr mal dieses Keck, diesen Keck-Mann da reinmachen? Keck W haben wir nicht. Wir haben das hier. Das hier meinst du. Wieso hast du das nicht? Ich hab Keck G, Keck G. Ich hab verschiedene Kecks. Keck L. Ich hab verschiedene Kecks. Es gibt alle Kecks. Ach, es gibt unterschiedliche Kecks. Genau, ja, ich meine einen so einen bestimmten. Keck G zum Beispiel. Ja, genau. Aber das sind alles verschiedene Gesichtsausdrücke. Zum Beispiel hier ist dein Gesicht zusammengemorpht. Was bedeutet denn Keck? Keck ist, wenn etwas Lustiges. Bei mir ist Keck ein Handschlag. Guck, Keck. Keck. So, ja, das geht auch, aber das ist nicht richtig so. Doch, das ist das eigentlich richtige so, Keck. Das sind deine Emotes. Das heißt, du hast auf deinen... Je mehr Subs du hast, umso mehr Emote-Slots hast du, okay? Nicht jetzt hier, du musst jetzt lernen. Ach so, ich dachte gerade... Du musst jetzt lernen, okay? Also das ist zum Beispiel Keck, ist ein totes Emote, das nutzt keiner mehr. So, das macht man eigentlich. Da ist Rezo. Mehr. Was? Da ist Rezo. Das ist Rezo Big Brain. Das ist ein Emote von Rezo selber. Big Brain ist zum Beispiel das Gegenteil von Two Head. Chat einmal ein Two Head bitte. Big Brain ist, wenn du smart bist, wenn du was Kluges gemacht hast zum Beispiel. Warum fangen wir hier direkt denn mit den kompliziertesten wir mit den, Sachen an? Zum Beispiel, guck mal, das hier ist ein Big Brain. Das ist ein Five Head und das ist ein Three Head. Three Head ist jemand, wenn extrem dumm ist oder ein Two Head. Genau, ich habe glaube ich nur Three Head drin. Genau, Five Head ist klug, Three und Two Head ist dumm. Verstehst du? Wenn man stupid two ist. Two und Three Head ist dumm, Five Head ist schlau. Genau, genau. Mhm. Dann ist das hier. Das ist einfach, wenn verschiedenste User haben ihre eigenen Emotes bei mir im Chat einfach. Ich weiß auch nicht warum. Okay, aber. Dann gibt's noch den hier. Guck mal, Basti GHG. Dann gibt es hier den. Ja, warte mal kurz. Das ist mir alles zu schnell. Latex GHG. Das ist Basti GHG mit einem Latex-Anzug. Okay. Ist wie in der Schublade hinten. Aber diese ganzen Emotes, die haben ja andere gemacht. Also ja. Die haben ja zum Beispiel das von Rezo, das gehört ja Rezo. Genau. Kann man aber auf komplett Twitch diese Emotes dann benutzen? Ja. Also wenn ich also jetzt wenn zum du Beispiel jetzt Emotes mache, machst von dir, dann kann man die auf komplett Twitch aber benutzen. Aber dieses Julia-Emote zum Beispiel, ja. Diese zwei, die das du ist nicht hast, auf Twitch ja nicht eingespeichert, sondern auf dieser anderen Plattform, dieser anderen Website. Okay. Zum Beispiel hier, guck mal, das hier, das sind alles Transfermarkt. Da gibt es Dänemark, Mark Eggers. Okay. Warte, nee, jetzt ist es wichtig. Knochenmark, Mark Carina, Mark Ball, Mark Chungus, Mark Deluxe, Mark Donalds, Mark Egg, ein zweites Gehirn davon. Mark Explode, Mark Galaxy, Mark Sling, Prinz Mark Kuss. Frage. Nein, schaut die Emotes ja, an. Ja, die sind alle sehr lustig, aber muss man die alle als Wort eingeben? Oder gibt es sowas wie so ein Emoji-Board, wo man klicken kann? Es gibt hier unten ein Emoji-Board, das kannst du hier bei der Twitch-TV, da hast du dann hier deine Emotes drin. Ah, okay, da sind die Emotes. Also ich muss jetzt nicht immer Mark Donalds einschreiben. Das kannst du machen, musst du nicht, genau. Und das okay. Hier, Resident Sleeper ist zum Beispiel, wenn ich die ganze Zeit nerve. Das bist du. Ich bin nicht der Resident Sleeper. Bist du das nicht? War das kein Bild von dir? Nein. Oh. Guck mal, dann gibt's noch das hier. Wank G, das ist, wenn man, ne, wächst halt, genau. Und dann gibt's das hier, das ist sehr wichtig, das wirst du sehr häufig sehen. Weird Champ, das ist zum Beispiel, Weird Champ ist, wenn du siehst ja am Gesichtsausdruck, ja, was das Emote, halt wenn du komischer Typ bist, genau. Das werde ich oft sehen. Ja, also nein, wenn du mit mir streamst, weil ich halt Weird Champ bin. Genau, dann haben wir noch die Papa Platte Emotes, Papa Cringe, Papa C, Papa Okay, Papa Smile, die habe ich auch so. Okay, und das sind alles welche, die überall bei Twitch sind. Und wie mache ich das? Also wenn ich jetzt so ein Emote haben will, was überall dann von mir ist. Dann machen wir von dir einen Gesichtsscreenshot oder sowas oder wir animieren dir so ein kleines Emote, gemalt oder wie auch immer. Und dann kannst du das bei dir im Channel einfügen. Also ich kann das einfach in meinem Twitch-Dashboard da genau, hinterlegen. Hochladen. Je nachdem, wie viele Subs du hast, umso mehr Emotes wirst du haben. Ach so, ich habe eine begrenzte Anzahl. Genau, wenn du mal 10.000 Subs hattest zum Beispiel, was ich noch nie hatte, dann hast du alle Emote-Slots freigeschaltet. Und wie viele sind das dann? Ich glaube 120 oder sowas. So wenig nur. Guck mal, Dance Game ist zum Beispiel, wenn etwas eklig ist, so, wenn du ein widerlicher Typ bist. Genau, es gibt verschiedene Emotes. Es gibt Emotes von Twitch zum Beispiel, also die ganzen Twitch-Emotes, hier zum Beispiel diese Gronk-Emotes. Das sind alles Leute, die sind bei Gronk Sub zum Beispiel. Oder die Leute, die meine Emotes nutzen. Und hier ist zum Beispiel Subscriber bei Kevin. Also das kannst du nur nutzen, wenn du bei mir subscribed bist. Verschiedenste Sachen. Guck mal, das zum Beispiel, hi, ich bin Revinter und ich bin Gamer oder sowas. Wie findest du das? Super. Von meinem Werbespot. Genau, ja. Also das nochmal ganz, ganz wichtig, dass das halt ein Unterschied ist. Also nur Subs können deine Channel-Emotes nutzen und alle Better Twitch-TV-Emotes oder diese ganzen Emotes, die von dieser Extension kommen, von dieser Browser-Extension, weißt du? Ja. Die können alle benutzen, ne? Okay. So, das ist das Erste. Dann gibt es, was du eben schon gesehen hast. Und ja? Wenn Leute bei mir subscriben, dann...
Ich komme vor wie so eine 80-Jährige. Nee, alles gut. Dann muss ich denen ja eigentlich auch einen Mehrwert geben, ne? Also was haben die denn davon? Die haben ja eigentlich keine Werbung. Und ja. Was ich auch machen kann, ist, dass die dann Emotes benutzen können, die andere nicht benutzen können, oder was? Ja. Aber was können die noch? Wie? Ja, was kriegen die für ihre Geld? Die Subs, meistens kriegen die nichts. Wie schrecklich. Ja, so meistens ist Sub tatsächlich ein Scam. Also Subs werden meistens gescammt, ja. Die kriegen, also die Subs machen das meistens. Einfach nur, um dich zu unterstützen. Genau. Also zum Beispiel, Knossi will dich, ich muss heute Abend noch einen PC aufbauen bei der jungen Dame. Die kriegen mehr Aufmerksamkeit? Die kriegen mehr Aufmerksamkeit, man wird halt vorgelesen, man hat keine Werbung, also man kriegt keine Werbeunterbrechungen. Ja, das finde ich gut. Ne? Und ja, und man hat diese Emotes und ansonsten gibt es noch einen Discord-Rang vielleicht oder sowas. Und das war's halt, ne? Also eigentlich wie auf OnlyFans. Genau. Dann gibt es das hier noch, halbe Bibel, ganzer Einkaufswagen. Das ist, wenn du zum Beispiel viel zu viel erzählst, dann bist du halbe Bibel, ganzer Einkaufswagen. Oh. Eigentlich halbe Bibel, ganzer Hurensohn. Ich glaube, das wird bei mir ganz oft kommen. Dann gibt es das hier noch, das ist sehr wichtig. Ain't no way, das ist, oh mein Gott, kann ja nicht sein, als ob er das gesagt hat, als ob das gerade passiert. Ja. Ain't no way, weißt du? Okay, aber du erklärst mir gerade Memes eigentlich, ne? Genau. Basically sind Emotes eigentlich Memes. Sehr gut. Check, okay. Dann hast du eben gesehen, es gibt Hype Trains. Ja. Hype Trains ist, Chat, wir können das hier mal kurz zeigen. Da. geil. Hä, aber wie ist das? Scotty, danke für die 10 Gifted Subs. Kuss geht raus. Vielen Dank. Dankeschön, Scotty, für die 10 Gifted Subs. Ein Hype-Train passiert sofort, wenn irgendjemand... Ein Hype-Train passiert nach einer gewissen Zeit. Wenn der abläuft, diese Zeit, dann kannst du wieder... dann kommt ein Hype-Train wieder rein. Und dann, je mehr Subs du gegiftet bekommst oder je mehr Leute subben, umso höher geht der Hype-Train. Erik Kassi zum Beispiel, wenn ihr jetzt einen Tier 1 hier lasst oder einen Prime, ist ja gerade September, könnt ihr das quasi machen, Chat. Aber ich will nicht, dass die Leute Geld für mich ausgeben. Nein, musst du ja nicht. Einfach so, Toastbrot, danke für die 10. Guck, jetzt kriege ich hier Subs. 10 Gifted Subs. Zum Beispiel das Emote ist auch sehr wichtig, weil hast du gerade gesehen? Toastbrot? Nee, das hier war das Nice Cock Emote. Jesse, danke schön nochmal für die 5 Gifted. Vielen Dank, Leute. Dankeschön für den Support. Und so kriegt man dann irgendwann halt einen Hype-Trend. Scotty, danke schön für den Resub. Guck mal hier, Nice Cock. Kann ich mir auch Trash-TV angucken auf Twitch? Wenn du dazu die Rechte hast, ja. Kimi, Bene, also kann ich RTL Plus schön fragen, ob ich Are You The One streamen kann? Ja, ich würde es machen. Das ist ja cool. Frühling kommt nächstes Jahr. Im Januar, Februar, März, irgendwie so in dem Zeitraum, ich weiß noch nicht genau wann. Dankeschön, River Void. Veto, lutsch meine Eier, Emote auch sehr wichtig. Genau, das ist der Hype-Train quasi, der geht halt immer höher, je mehr Subs du bekommst. Okay, ne? Subs gehen aber nach einem Monat wieder weg, ne? Schidizzle, dankeschön für die 5 Gifts, vielen Dank, Leute. Genau, also die gehen und nach einem Monat wieder weg. Und was bedeutet das, wenn die Subs giften, dann subben dann, die nicht, dann, sondern nee, schenken dann die schenken die Sub? Der Community Subs, also 5 Gifted Subs wären jetzt im September, glaube ich, 20 Euro. Und September? Sonst, September gerade sind die Subs günstiger. Ah. Genau. Also es kostet für die weniger, aber du bekommst trotzdem genauso viel oder du kriegst auch weniger? Nee, ich glaube, ich krieg auch weniger. Subs giften ist gleich. Subs giften ist gleich. Okay, Subs giften kostet genauso viel. Das heißt, du musst dir überlegen, wenn jetzt jemand 5 Subs giftet, zahlt der 25 Euro für dich. Bei dir kommen an 12,50 Euro dann. Wo ist der Rest? Den kriegt Twitch. Ah. Ja, okay. Finde ich auch nicht fair, aber gut. Das ist bei YouTube ja genauso. Ja, tatsächlich schon, ja, genau. Genau, das sind halt die Subs, das ist die Chatkultur. Also Chatkultur ist super wichtig, es wird sehr viel über diese Emotes gemacht. Es ist immer so, dass es braucht eine Zeit lang, bis dein Chat Emotes adaptiert, weil im Endeffekt ist halt Aware, zum Beispiel Aware ist auch ein wichtiges Emote so. Ich weiß so, okay, was ist passiert? Aware der Incident. Zum Beispiel, wenn jetzt, weiß ich nicht, es gab mal von dir einen Clip, wo du, keine Ahnung, dich auf alle Viere gesetzt hast und dich vollgepinkelt hast, dann würde man sagen, the piss incident. Aware, verstehst du? Komisches Beispiel, aber du verstehst, was ich meine. Ja, es war jetzt sehr spezifisch. Du genau. Stellst dir komische Sachen Aware vor. Der Club-Clip zum Beispiel, verstehst du? Aware. Ach so. Auf den. Okay. Genau. Aware Unge, jetzt, Aware ja. Under the Duck. Okay, so, okay. Ja, jetzt verstehe ich's, okay. Genau. Die Beispiele waren gut. Was haben wir hier noch? Leute, stellt euch vor, man kann fortan ficken. Also ich mache nur noch Spaß, aber stellt euch mal vor. Weiß man eigentlich schon, ab wann Seven vs. Wild kommt? Ist das schon öffentlich, ab wann die Staffel losgeht? Das weiß ich nicht. Aware Rattenkönig. Wann ist dein erster Stream? Ich war irgendwann Ende des Monats wahrscheinlich. Ja, man weiß, im Herbst, okay. Also demnächst, dann reagiert Julia drauf, genau. Ja. Genau, das sind halt quasi Emotes, das ist der Hype-Train. Ansonsten hast du bei Twitch mittlerweile neuerdings die Möglichkeit hier. Ich könnte mich jetzt theoretisch jetzt hier, jetzt hier bei Kevin draufgehe, könnte ich ihn anfragen, hier irgendwie anklopfen, dass wir zusammen streamen. Ne? Also, dass wir dann joinen. Man kann auch zusammen streamen. Genau, dann join ich mit seinem Stream irgendwie in den Stream. Aber und wie geht das streamen denn? Wir so Bild in Bild mäßig. Habe ich noch nie gesehen, das nutzt keiner, keine Ahnung. Aber das machen manchmal Leute so. Okay, und dann, aber das ist so wie, so wenn wie Discord wir jetzt über call. Discord. Genau. Ja. Das ist halt, was hast du gemacht? Hast du wieder gerülpst? Ist das ekelhaft? Ich weiß nicht, was mit mir ist heute. Das tut mir hier heißt Julia auf Twitch. Julia Beautics auf Twitch. Klopfen wir an. Nee, machen wir nicht. Pepogo, auch ein wichtiges Emote. Ist der Pepogo. Oh, den finde ich lustig. Springt, genau, richtig. Warum springt der? Aber was bedeutet er? Das ist einfach so ein, das gibt viele random Emotes, die keinen Sinn haben, so, ne? Okay, aber genau. Den fand ich süß. Der da ist auch dann süß. Kannst du noch eine Prediction machen, zum Beispiel das hier, eine Vorhersage starten, das kannst du machen. Pass auf, wir nehmen dann Prediction. Eine Prediction werden wir heute viel lachen.
Also, ja, easy nein. So, dann kannst du eine Vorhersage machen. Du kannst eine Prediction sogar mit Channel Points machen, dass die Leute halt... Ist das jetzt wie eine Umfrage bei Instagram Stories? Eine Prediction ist halt sowas wie... Prediction ist so mit Gambling so ein bisschen gepaart. Das heißt, du hast Channel Points, weil, guck mal, hier unten kriegst du... Ich habe wertlos als Währung bei mir im Chat. Du sammelst, je mehr Leute bei dir reinschreiben, umso mehr Punkte sammelt diese Person. Je länger die den Stream gucken, umso mehr Punkte sammeln die. Ne? Die sammeln Punkte? Genau. Und jetzt zum Beispiel sagen sehr viele Leute, die wetten gerade ja und nein. Also jetzt mit Punkten halt. Und genau, die Prediction wurde jetzt gecancelt, aber ja, genau, so sieht's dann halt aus. Wieso wurde sie jetzt gecancelt? Weil das sonst lost gewesen wäre für die Leute. Sonst würden die ihre Channel Points verlieren, das wollen wir nicht. Ach so, genau. Das ist nett, okay. Das ist so basically, was die Chat benutzen ihre Channel Points dafür. Genau. Dann hast du hier noch ein Tool, das heißt Kanal Raiden. Oh, das kenne ich. Das ist, wenn du jemanden rüberschickst. Das mache ich immer ganz gerne am Ende des Streams. Macht das große, nicht jeder? Nee, große Streamer wie Papa Platte und sowas oder Trimax machen das halt nicht, weil die viele gebottete Viewer haben und dann wird das halt auffallen. Nee, jetzt mal ehrlich. Machen das viele nicht? Nee, tatsächlich machen das einfach die meisten nicht irgendwie. Ich mache das irgendwie immer, ich schicke immer Leute rüber. Ich dachte irgendwie, das aber ist normal. Aber bei Kevin gucken halt 90% indische Bots zu und deshalb, ja, dann, genau. Genau, das ist halt die Chatkultur. Dann wichtig, hast du hier oben deine Stream-Info. Hier trägst du deine Kategorien ein. Du wirst Just Chatting haben größtenteils, also ich reagiere auf Videos, laber im Chat und sowas. Mhm. Ansonsten kannst du auch hier noch gucken, guck mal, du hast dann halt... Keine Ahnung. Das zum Beispiel, was Basti GRG viel spielt, dieses League of Legends ist auch eine eigene Kategorie. Genau, Basti GRG spielt das ja voll viel. Okay, wenn ich koche, dann mache ich auch... Minecraft hast du dann noch als Kategorie. Just Chatting. Da kannst du sogar den hier machen, da kannst du dann, da kannst du sogar kochen eingeben und irgendwie so, da gibt es auch eine Kategorie für, genau. Und was, wenn ich jetzt in einer falschen Kategorie bin, dann ist es einfach nur dumm für mich. Ist dumm, sollte man aber eigentlich nicht machen, die meisten finden das nicht so gut. Guck mal, dann kannst du hier anmachen, Chat nur für Abonnenten, kannst du an- und ausmachen, habe ich selten an, weil ich nicht so viele Subs habe und ich finde das irgendwie scheiße, deshalb mache ich es immer aus, damit alle schreiben können. Genau, dann können Chatter noch die Comments sehen. Also, das wäre auch theoretisch ein dass Vorteil. Genau. Aber das ist ja fies. Die stellen aber mit Subada, mit Solana. Okay, kaufen. Würde ich machen, danke Kevin. Genau, dann, also sowas gibt es dann halt auch noch, dann kannst du so Follow-Time kannst du machen, dann gibt es so, da kannst du gucken, wie lange du schon im Kanal folgst und sowas. Also das ist so ein bisschen die Chatkultur. Okay. So, das ist eigentlich basically das Wichtigste. OBS und sowas würde ich dir alles einstellen. Wir können mal kurz Folgendes machen. Ich kann dir mal kurz zeigen hier. Stream Elements zum Beispiel. Und Leute, die Twitch gucken, also ihr jetzt zum Beispiel, die gerade alles zuschaut, versteht ihr das alles? Also wüsstet ihr jetzt auch alle, wie OBS funktioniert? Ist es so normal, dass man das alles kennt? Als Zuschauer auch? Nee, oder? Ja, nein, ja. Die meisten sagen ja. Okay. Ja. Zum Beispiel hier, guck mal, das ist jetzt Stream Elements. Zum Beispiel heute habe ich 600 Follower gemacht. Ihr könnt nochmal, wieso habe ich hier so viele Follower gemacht an dem Tag? Wurde zum Beispiel da wieder wahrscheinlich gebottet, keine Ahnung. Leute, lasst mal ein Follow da. Lasst mal bitte ein Follow da, würde mich freuen. Dankeschön, 200 Subscriber heute gemacht. Da kannst du hier alles einsehen, wie viele Subs du gemacht hast und sowas und Tipps und sowas. Keine Ahnung, das habe ich heute hier irgendwie. Das sind alles die neuen? Das sind alles die aktuellen. Okay. Bitte mal reinfolgen, danke, ja, super. Overlays, das ist das, was ich heute gemacht habe. Das sind diese ganzen Dinger hier. Genau, dann guck mal hier zum Beispiel, wenn ich jetzt hier was emuliere, dann ist das hier zum Beispiel Subscriber-Event, dann siehst du das hier. Guck mal, da kommt diese kleine Animation, das siehst du ja, ne? Das können wir halt alles einstellen, das Arcani mit einer Sirene auf dem Kopf, können wir dir auch alles machen. Ist kein Problem. Genau, okay. Genau. Das ist echt alles krass technisch. Das ist OnlyFans. Warte, mach mal an. Nimm mal Kopfhörer. Das ist OnlyFans. Hast du das auch angemeldet? Ja. Ja, ich hab nie... Okay, gut. Was? OnlyFans? Gut, na, ist egal. Wie 7K Zuschauer. Patrick ist gebottet, alles gut. Genau. Das sind so basically die Grundlagen von Twitch. Du hast die verschiedenen Kategorien, du hast eine sehr wichtige Chatkultur. Glaubst du an den Rattenkönig? Was muss ich jetzt sagen? Was du jetzt sagen musst, ja, die Wahrheit. Glaubst du an den Rattenkönig? Ich weiß nicht, wer der Rattenkönig ist. Kevin zum Beispiel glaubt nicht an den Rattenkönig. Obwohl es es gibt Beweise dafür, dass es den Rattenkönig gibt. Hier zum Beispiel, das ist so ein Rattenkönig zum Beispiel. Das sind ganz viele Ratten, die an den Schwänzen miteinander zusammengewachsen sind. Ich war vorgestern beim Dreh von Juice Hop Video und da musste ich irgendwas mit Rattenkönig oder so sagen. Würdest du sagen, dass Tauben von der Regierung sind? Ja. Gut, sehr gut. Aluhut. Okay, ja, und ich glaube, tendenziell, ich sage dir ehrlich, ich glaube, du bist ready for Seven Worlds Wild, für deine Reaction-Streams. Jetzt also, schon? Naja, es ist nicht so viel, also du musst halt einfach gucken, guck mal, wenn du streamst, basically, die meiste Zeit sitzt du halt da und redest mit dem Chat.
Ja, das verstehe ich alles. Und wo schalte ich Kameras um? Kameras schaltest du hiermit um im Stream Deck. Das können wir dir auch machen. Ich bringe dir eins aus der Halle. Da kannst du das dann mit umschalten und so. Chat hilft und dir. Ja, ich glaube wirklich, wenn ich das erste Mal streame, also, das Einzige, was ich die ganze Zeit mache, ist mein Chat fragen, wie ich Sachen mache. Ich kann dir mal ein paar Mods, ich kann dir mal tendenziell, ich weiß ja nicht, ob ein paar Mods von mir Bock haben, bei dir zu modden. Also dann erstellen wir Chatregeln. Zum Beispiel keine homophobe, rassistische Scheiße, bla bla bla, so ein Kram. Ja. So, ich glaube, wenn ein paar Mods von mir Bock haben, Yala, Zucker, guck mal, hier sind schon ein paar Mods, die direkt Bock haben. Das wäre total nett. Mods, meldet euch mal bitte über den Discord, dann machen wir das auf jeden Fall. Genau, dann kriegen wir das auf jeden Fall hin, weil das ist schon wichtig, dass du gute Mods hast und so. Die machen deinen Titel, deine Kategorien und so. OBS ist relativ einfach, da stelle ich dir einfach alles ein, das kannst du dann hier drüber steuern. Kameras hier und so, bla bla bla, das ist super easy. Und Musik würden wir dir auch einstellen. Ich würde dir tatsächlich, also das Problem ist bei Musik, du hast nicht so ein Interface hier. Nee. Ne, da kannst du ja auch dann sowas halt mitmachen, ne? Das brauche ich nicht. Genau, aber das Problem ist, du kannst, sollen wir dir schreiben oder eine Abstimmung machen? Soll ich eine Abstimmung machen? Schreib mir selber, Lücke. Schreib mir. Wichtig wäre halt, dass du dann keine Copyright-Musik im Stream laufen lässt, ne? Was lässt du denn gerade laufen? Ich lasse gerade Musik von mir laufen, not so cool. Ah, und deswegen kannst du es machen? Genau, aber ich habe auch ein Tool, was meine Tonspur nachträglich mutet. Ja, das ist schlau, oder? Das kannst du aber nur hiermit machen. Also wenn ich jetzt quasi zum Beispiel koche oder meine Nägel mache im Stream. Und du hast dann, Copyright-Musik. Dann will ich ja auch Musik im Hintergrund laufen lassen vielleicht. Aber das lasse ich so über dieses Programm hier quasi laufen. Und nachher, wenn ich das dann bei YouTube auf meinem... Dann brauchst du das. Thank you. Ah. Also ich glaube, das geht auch in OBS. Es geht auch so in OBS, aber da habe ich keine Ahnung. Okay, aber es geht so, dass die Live-Zuschauer das hören. Ja. Aber wenn ich das dann auf YouTube hochladen will, dass das dann weg ist. Okay, dann geht es auch über OBS, genau. Dann kannst du das mit Copyright-Musik auch machen. Dann wird es im Broadcast, also beim VOD auf Twitch entfernt. Mhm. Und auch bis geht bei danke OBS easy, sagen die. Und auch dann bei deinem YouTube-Video auch auf. Genau, richtig, genau. Ja, ansonsten, gemeinsam streamen hatten wir Werbepause. Du kannst hier draufdrücken, kriegst eine Werbung. Ich habe Werbung auf Minimum gestellt. Ich habe das dann nicht drin, einfach weil das irgendwie Quatsch ist. So, keine Ahnung, nutze ich nicht so krass. Mhm. Chats, Emotes hatten wir. Guck mal, zum Beispiel, wenn wir jetzt SamTV mal anschauen, die Emotes, da hast du halt so viele Emotes. Ne? Also, das ist diese extra Plattform, von der du gesprochen hast? Genau, SamTV nutzen die meisten. Guck mal, das sind die meistbenutzten. GigaChat. Warte mal, GigaChat, nachvollziehbar, ne? So, du bist ein GigaChat, du bist ein krasser Typ. Boba ist, wenn ich, ich sehe was Geiles. Red Jam, GigaChat hätte ich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht verstanden. GigaChat ist so, warum krasse, heißt der Chat? GigaChat ist ein Chat, C-A-D, C-A-D. Ist so ein Name. Chat, ja, so Chat, genau, ja. Und Chat ist ein Name für einen coolen? Genau, richtig. Okay. Donowall ist, wenn zum Beispiel jemand, ne? Kennst du, habe ich dir auch schon mal gesagt, du gibst mir Donowall. Nodders ist yes, klar, muted ist, wenn man das nicht mehr hört. Ja, Sniffer, okay, das Sniffer ist, ja alles... wenn man an deinen Füßen riechen möchte. Ah. LeBron Jam, Pepe Jam ist natürlich, wenn geile Musik läuft. Sussy ist, wenn etwas sus ist. So, Pugis und Titten. Das ist alles lustig. Pat the Mods ist, wenn deine Mods was Gutes gemacht haben, kriegen die Dings, kriegen die Lohn, kriegen die Lob. Pat the Mods. E-Shrug ist Don't Care. Genau. Nice. Also ja, das sind basically die Emotes, das ist die Chatkultur und so funktioniert eigentlich ein Großteil des Streamings. Also du musst halt wirklich hier sitzen und du unterhältst dich viel mit deinem Chat. Du redest viel mit dem Chat, das ist super parasozial. Diese Menschen da draußen denken wirklich, die sind mit dir befreundet, obwohl du die gar nicht kennst. Die spinnen komplett. Das ist gemein. Der ist gemein, aber man muss es denen sagen, weil sonst denken die wirklich, dass es halt normal ist. Ja, aber denen geht's besser dadurch, dass sie mit dir befreundet sein können. Nein, denen geht's schrecklicher. Wenn ich live bin, geht's denen wirklich schlechter. Die schreiben alle, dass es mir schrecklich geht. Ich versuche dann, dass es euch besser geht, versprochen. Okay, gut. Also bei mir ist wirklich so, dass die halt sagen, mir geht's wirklich schlimm. Ja, das verstehe ich. Genau. Und ansonsten, ja, ist das eigentlich basically Twitch. Okay. Und ich würde sagen... Und das kann ich dann einfach alles einmal mit diesem OBS und so verbinden und dann funktioniert das alles... Ja. Eigentlich relativ easy. Genau, das ist nur wahrscheinlich nur der Anfang. Twitch-Lehrstelle. Also erstmal live gehen ist super easy. Alle Einstellungen dafür mache ich dir. Live gehen. Der erste Stream ist halt so ein bisschen, hey, what the fuck geht ab? Aber das dauert 2-3 Streams und du bist richtig drin. Okay. Also du kriegst auch direkt dieses Reagieren hin. Du musst du musst es hinbekommen. Ja, ich bin nicht dumm. Ich verstehe das genau, schon. Genau, du musst zwischen React und Chat lesen, das Mittelmaß finden. React? Weil aufs reagieren aufs Video. Du musst ja zum Video was beitragen. Du darfst aber nicht. Das habe ich auch wirklich nie verstanden. Diese Reaction. Nee, du darfst nicht zu viel zum Video sagen, aber auch nicht zu wenig. Ja, da fühle ich mich dann immer auch vorhin, als wir dieses Video geguckt haben. Da habe ich mich die ganze Zeit irgendwie so fast schon gezwungen gefühlt, dauerhaft was dazu zu sagen, weil ich mir denke, sonst ist es ja Quatsch. Nee. Aber es ist ja auch Quatsch, die ganze Zeit was dazu zu sagen. Nein, du musst nicht die ganze Zeit was sagen. Du kannst es so machen wie Monte und einfach nur gucken und sagen, ja, Diggi, und das war's.
Du kannst aber auch versuchen, also ich finde es immer wichtig, wenn bei einer Reaktion Mehrwert geteilt wird. Wenn du ein bisschen, keine Ahnung, wenn also, Tomatolix ein Video macht und ich so sage, oh, das ist jetzt echt krass, nee, dann erzähle ich auch lieber ein paar Storys, die ich so kenne. Ja. Weißt du, was ich meine? Oder irgendwas dazu, oder, ne? Sata Hugo am besten stumm anschauen, genau. Und. Ja, ich glaube, viel mehr als Seven vs. Wild Reactions werde ich auch. Naja, aber wichtig ist halt, dass du trotzdem immer wieder in den Chat guckst. Also es gibt im Chat ja, super viel Interaktion. Emotes, zum Beispiel, du kannst anhand des Emotes kannst du immer super gut die Stimmung ablesen. Also zum Beispiel, wenn jetzt hier viele Leute was schreiben, mal im Mondhauptvideos, okay, weißt du, das ist für den Chat interessant, so, weißt du? Super, super geil halt, um ein Stimmungsbild zu bekommen, ist halt Chat. Stimmt, ich kann auch auf Juice-Videos reagieren. Genau, richtig, da kann ich sogar viel erzählen. Ja. Resident Sleeper ist gerade, Chat ist müde, wollen schlafen. Haya Bubu. Und ja, du hast die Abstimmung gewonnen. Das ist quasi Twitch. Du musst dich halt in die richtige Kategorie finden. Nice, und dann passt cool. Das. Dankeschön fürs Erklären. Kussi. Well done. Danke. Schöner Stream. Dankeschön. Dank. Freunde, macht's gut. Bis morgen.